1937 entsteht in dem kleinen Bergdorf Zürs am Arlberg der erste Schlepplift Österreichs. Es ist gleichzeitig auch der Einstieg des heute weltweit größten Herstellers in den Seilbahnbau. Denn der Konstrukteur dieses Schlepplifts ist niemand anderes als die Firma Doppelmayr. Mit dem aufstrebenden Wintersporttourismus nach dem Zweiten Weltkrieg folgen am Arlberg unzählige weitere Seilbahnen, die das Skigebiet seit dem Zusammenschluss von St. Anton, Lech Zürs und Wartschröcken heute zum größten seiner Art in Österreich wachsen lassen. In Zürs selbst dauert es nach der Premiere nur 3 Jahre, bis 1940 bereits der zweite Schlepplift zum Zürser See folgt. Der Zweite Weltkrieg bremst die Entwicklung des Wintersportorts, doch ab den 50er Jahren beginnt Zürs weiter zu expandieren. Mehrere Schlepplifte folgen auf beiden Seiten des Talkessels. Ab Mitte des Jahrzehnts kommen mit der Madlochbahn und der Seekopfbahn auch die ersten Sesselbahnen hinzu. Einzig eine große Luftseilbahn auf einem veritablen Aussichtsgipfel fehlt in Zürs zu diesem Zeitpunkt noch. In den nahegelegenen Orten St. Anton und Lech haben zu diesem Zeitpunkt die ersten solchen Anlagen auf die Waluga und den Rüfikopf bereits den Betrieb aufgenommen. In Zürs entsteht 1962 schließlich mit der Trittkopfbahn eine vergleichbare Anlage. Vom südlichen Dorfrand unweit des Flexenpasses schweben an Weihnachten 1962 die ersten Gäste zum Trittkopf. Konstrukteur der Luftseilbahn mit 2 Kabinen für je 45 Personen ist die Firma Fürst Alpine. 2 Stützen überfahren die beiden charakteristisch roten Kabinen auf ihrem Weg zur 2400 Meter hoch gelegenen Bergstation. Diese liegt damit fast 700 Meter oberhalb von Zürs. Mit lediglich 4 Minuten Fahrzeit bei einer Geschwindigkeit von maximal 10 Metern pro Sekunde bringt es die Pendelbahn seit ihrer Sanierung 1983 auf eine Förderleistung von stattlichen 600 Personen pro Stunde. Trotzdem bilden sich an der Talstation häufig lange Warteschlangen. 2016 ist die Bahn daher letztmalig in Betrieb und wird ersetzt. Doch die zu geringe Förderleistung ist nicht der einzige Grund für den Ersatz. Nach vielen Jahrzehnten mit einer Busverbindung über den Flexenpass plant man am Arlberg den Zusammenschluss der Skigebiete Lech-Zürs und St. Anton per Seilbahn. Der Ersatz der Trittkopfbahn erfolgt daher nicht auf der ursprünglichen Trasse, sondern durch 2 Sektionen mit einer Kurve in der Zwischenstation. Der Umweg wird nötig, da an der Zwischenstation der Trittkopfbahn der zweite Teil der Verbindung, die Flexenbahn, andockt. Diese ist ihrerseits die direkte Fortsetzung der Albonabahn auf der Alpe Rauz, die wiederum den Sektor Stuben mit dem restlichen Skigebiet verbindet. Konstrukteur der 4 neuen Einseilumlaufbahnen mit 10-plätzigen Kabinen ist die Firma Doppelmayr. Die Trittkopfbahn ist dabei von ihrer Trassierung her zwar nicht die spektakulärste der Anlagen, aber dafür aus technischer Sicht besonders interessant. Als Hauptzubringer von Zürs nach St. Anton und als Beschäftigungsanlage wird auf der ersten Sektion eine besonders hohe Förderleistung benötigt. Die kurze zweite Sektion zum Trittkopf ist dagegen für Wintersportler eine reine Beschäftigungsanlage und strategisch weit weniger wichtig. Aus diesem Grund nimmt nur jede zweite Kabine den Weg von der Zwischenstation zum Trittkopf in Angriff. Die andere Hälfte dreht hier um, um den Weg zurück nach Zürs anzutreten. Hierfür existieren in der Zwischenstation Weichen, die nach jeder Kabine umgestellt werden. Das Einfädeln wird elektronisch überwacht, sodass keine Kollisionen zwischen einzelnen Kabinen möglich sind. Für die Vorgehensweise gibt es jedoch noch einen weiteren Grund. Um bei den 10er-Kabinen in der Zwischenstation ein Chaos zwischen ein- und aussteigenden sowie durchfahrenden Gästen zu vermeiden, gibt es in der Talstation in Zürs getrennte Einstiegsbereiche. Bereits hier müssen sich die Fahrgäste entscheiden, ob sie bis zur Zwischenstation oder weiter bis zum Trittkopf fahren möchten. Entsprechend öffnen sich die Türen der Kabinen immer abwechselnd bei den beiden Einstiegsbereichen. Auch dies wird über elektronisch gesteuerte und schwenkbare Türöffnungsschienen realisiert. Diejenigen Kabinen, die die komplette Strecke befahren, werden in der Zwischenstation um etwa 120 Grad nach links abgelenkt. Die zweite Sektion der Trittkopfbahn überwindet im Anschluss auf einem knappen Kilometer Strecke nur noch rund 200 Höhenmeter. Die Bergstation befindet sich direkt neben dem noch bestehenden Gebäude der Pendelbahn. Durch die neue Trassierung kommt die Kabinenbahn nahezu im rechten Winkel zu der bestehenden Station an. Das frühere Gebäude ist heute ein Restaurant.
Eine direkte Abfahrt vom Trittkopf zur Zwischenstation und damit zur Flexenbahn gibt es übrigens nicht. Wer vom Trittkopf die fabelhafte Aussicht genießt, muss daher auf jeden Fall erst einmal zurück nach Zürs fahren. Genau wie zu Zeiten der altehrwürdigen Pendelbahn.